Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Ja, und nach Tränen sieht das Wetter hier wirklich aus. Es regnet sehr, sehr stark. Aber davon lasse ich mich natürlich nicht einkriegen. Obwohl Regen schon richtig hart nervt. Ey, ich will doch nur. Warum stelle ich mich eigentlich so an? Zack, hoch, fertig. Deswegen gibt es diese Fähigkeit ja. Und hier ist nichts? Hier ist nichts? Also hier hätten sie aber schon so einen Krog hinstellen können. Vor allem, es gibt ja wieder, das weiß man ja inzwischen schon, es gibt wieder 900 Krogs. Und dieses Mal nicht nur auf der Ebene von Hyrule verteilt, sondern auch auf den Wolkeninseln. Ach. Gehen wir zum Schloss. Das ist jetzt hier ein richtig guter Mut für die Besichtigung der Ruinen von Schloss Hyrule. Und auf dem Weg dahin nehme ich noch einen Pilz mit. Ja. Die Sicht wird schlechter. Link, wann bist du vom Schloss zurückgekommen? Da stehe ich die ganze Zeit hier Wache und kriege trotzdem nicht mit, wie du hier rausmarschierst. Puh, wie es scheint, habe ich noch eine Menge Training vor mir. Gruppenführer Holm weiß bestimmt immer noch nicht, dass du wieder zurück bist, Link. Er ist oben auf dem Tor des dritten Walls, dort auf dem Hügel hinter diesem Tor. Beeile dich und erstatte ihm Rapport. Ich bin mir sicher, dass er überrascht sein wird, dich zu sehen, Link. Ich finde das so interessant, weil es gibt ja keine richtigen Hyrule-Wachen mehr. Das ist ja alles mit der Verheerung in Breath of the Wild, also vor Breath of the Wild eigentlich untergegangen. Und dann ist Link eingefroren gewesen, Zelda ist verschwunden. Und die Leute, die sie jetzt hier rangeholt hat, um alles wieder aufzubauen, sind halt nur einfache Leute mit diesen rostigen Hellebarden. Ist auch ein schönes Detail, dass die alle verrostete Waffen tragen. Und teilweise Ilianische Ritterrüstungen, aber nur Teile davon. Es ist ein richtig schönes Detail. Ah, und wie die Schreine so leuchten, ist auch schön. Oh. Gut, raufklettern. Dann, ich wollte gerade schon sagen, raufklettern kann ich bei dem Wetter vergessen. Aber gerade ist es doch wieder ein bisschen schöner geworden, als ob ich da nicht mit der Fähigkeit raufkomme. Ja, dann muss. Oh! Oh! Blutmond. Tiefes Rot gefärbt. Nichts entgeht deinem blutigen Schein. Die Seelen der Monster erlangen wieder eine fleischliche Gestalt. Wie einst im großen Kriege es geschah, ergießt sich ihr Hass von neuem über das Land. Habt ihr den Kopf von dem großen Vieh gesehen? Der Kopf von dem Vieh sah original so aus wie das eine Schwein von Angry Birds. Oh, wow. Ja, Blutmond.
Blutmond heißt, alle Gegner, die ich bisher besiegt habe, sind wieder am Leben. Tja. So, und ohne Regen klettert es sich einfach viel leichter. Kommst du da hoch, Link? Ja, sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Noch ein bisschen weiter rauf. Vielleicht gibt es hier einen Krog. Das ist... Ich hoffe immer noch, dass es an jeder Ecke irgendwas gibt. Hier könnte vielleicht was sein. Vielleicht, vielleicht. Weiter hoch geht's nicht. Alles klar, hier gibt's nichts. Okay. Yo! Okay. Da ist was. Das habe ich jetzt gesehen. Da ist was. Ja, nein, Krog auf den Schlossruinen. Lassen die sich doch nicht nehmen. Mann. Ich habe hier nur das Holz gesehen, wo das Dach so abgeblättert ist. Die Seite hier habe ich gar nicht gesehen. Okay, aber das ist ein Krog, ja. Okay, ich habe ihn doch nicht gesehen, gebe ich zu. Ich habe etwas gesehen, das mich darauf... das mich vermuten hat lassen, dass da was ist. Schwieriger Satz. So, wie komme ich jetzt hier runter, ohne viel Schaden zu nehmen? So. Und runter kann man leider nicht beschleunigen. Vorhin auf dem Turm da oben habe ich X gedrückt, weil ich gedacht habe, dass man runter auch so ein bisschen beschleunigen kann. So wie, keine Ahnung, in Assassin's Creed, wo man kurz loslässt und sich am nächsten Vorsprung dann wieder festhält. Aber ja, wenn man hier beim Weg nach unten X drückt, springt er einfach runter. Das ist auf jeden Fall gut zu wissen. Wir sind alle in hoher Alarmbereitschaft. Die Suche nach Prinzessin Zelda und dem Helden Link läuft auf Hochtouren. Also hau ab und lauf uns hier nicht im Link. Ich meine, ehrenwerter Ritter Link. Bitte verzeiht, dass ich euch nicht sofort erkannt habe. Ich wusste gar nicht, dass ihr schon wieder aufgetaucht seid. Das heißt dann wohl, wir können die Suche nach euch einstellen, ja? Einverstanden? Also, auf jeden Fall solltet ihr euch so schnell wie möglich bei Truppenführer Holm beim Tor des dritten Balls melden. Folgt einfach weiter diesem Weg hier. Alles klar. Da oben könnte vielleicht auch was sein. Da hinten ist ein Turm. Ja, stimmt. Die ganzen Türme von Breath of the Wild... Diese Shika-Türme, die sind jetzt weg. Was ist das denn? Ach, das gehört auch noch zu Schloss Hyrule. So, der dritte Wall. Das ist nicht das hier, oder? Nee. Link? Der große Ritter? Nein, das ist ja unmöglich. Hier ist unbefugter Zutritt verboten. Wer nicht Teil des Zelda-Suchtrupps ist, hat hier nichts zu suchen. Befehl von Truppenführer Holm. Du kannst natürlich versuchen, dir vom Truppenführer eine Ausnahmegenehmigung zu holen. Er müsste sich beim Tor des dritten Walls oberhalb dieses Wegs aufhalten. Okay, oberhalb dieses Wegs. Das heißt, eine Ebene nach oben. Nee, geht nicht. Wäre auch zu einfach gewesen. Und nur weil ich jetzt hier überall einen Krog vermute, klettere ich auch hier hoch.
Das da unten sieht auch nach einem Eingang aus. So viel zu erkunden, so viele Möglichkeiten, was zu verstecken. Ach ja, hi. Reiseschild. Um den Flammenwerfer ist es natürlich ein bisschen schade, aber komm, das Schild ist besser. Es ist besser. Und da unten kann man doch nicht rein. Ich dachte kurz, das war ein Krockgeräusch. Ja! Aha! Jetzt ist doch gut, dass ich nochmal hier runtergegangen bin. Aha! Ja. Kann ich eigentlich mit dem immer noch? Das ist interessant. Normalerweise kann man mit einem Schwert so Gras wie das hier wegmachen. Aber weil jetzt vorne der Bogen dran ist, der ja nicht wirklich schneidet, kann man das nicht. Hier mit dem Schwert geht das noch, weil vorne auch noch ein spitzes Schwert dran hängt. Aber weil hier vorne der Bogen dran ist, kann man auch kein Gras mehr schneiden. Das ist nicht allzu durchdacht und etwas schade. Aber gut, was willst du machen? So, du bist wahrscheinlich auch nicht der Typ, den ich suche. Nee. Diesen Bereich haben wir schon durchsucht. Leider haben wir keine Spur der Prinzessin gefunden. Warte mal, du bist dem großen Helden Link ja wie aus dem Gesicht geschnitten. Pass auf, wenn Truppenführer Holm dich sieht, könnte er vor Schock vom Tor des dritten Walls herabfallen. Ja, alles klar. Lal? Er stand die ganze Zeit hier und ich habe ihn beim Weg raus nicht gesehen. Interessant. So. Der trägt ein Xalfos-Schild. Und einen Kochtopf auf dem Kopf. Bist du hier, um bei der Suche nach Prinzessin Zelda zu helfen? Genau wie wir. Jeder von uns hat Prinzessin Zelda viel zu verdanken. Deshalb wollen wir irgendetwas tun, um zu helfen. Aber der Truppenführer steht oben auf dem Tor und kommt bestimmt nicht extra runter, um uns einzuweisen. Naja, letztendlich sind wir ja auch auf unsere eigene Initiative hinhergekommen. Da müssen wir wohl warten. Ist ja das da oben? Uiuiuiui. Von nahe betrachtet kann man da echt Angst bekommen. Ich hatte von diesen Abgründen bislang ja nur gerüchteweise gehört. Abgrund? Wow. Findest du so, mich so plötzlich anzusprechen? Ich hätte da reinfallen können. Abgründe wie dieser sind durch den Kataklysmus entstanden. Es sind nun ja tiefe Löcher halt. Sehr tiefe Löcher. Beängstigend, aber auch irgendwie hypnotisch. Ja, und hier gibt es wieder Material. Materialien, so. Dritter Wall. Fackel, ja, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ein Soldatenschwert. Von den Schlosswachen von Hyrule verwendet es dünnes Schwert. Sein geringes Gewicht bewirkt, dass Angriffe schneller aufgeladen werden. Und Soldatenlanze, Angriffe schneller aufzuladen. Stärkung durch Sonarium. Ja.
Das sieht so beschissen aus. Das auch. Jo, das ragt einfach komplett in den Boden. Das sieht alles nicht gut aus. Ich glaube, ich werde auch... Ja, wobei kann ich eigentlich nicht... Ich habe mir gerade überlegt, ob ich aufhören sollte, Waffen zu kombinieren. Weil das wirklich nicht gut aussieht. Aber... Die Sache ist halt das, durch das Kombinieren der Waffen werden sie halt auch stärker. Mit stärkeren Waffen komme ich schlussendlich auch weiter. Ich habe meinen Bereich jetzt komplett durchsucht und bin hierher gekommen, damit man mir eine neue Aufgabe zuweist. Aber Truppführer Holm scheint etwas, nun ja, angespannt zu sein. Da traut man sich gar nicht, ihn anzusprechen. Ach, ich trau mich. Ja, das einer von den beiden ist es bestimmt. Und ich frage mich, ob da oben vielleicht irgendwo ein Krog ist. Es tut mir wirklich leid, aber das ist... Ich sehe hier an jeder zweiten Ecke irgendetwas, was nach einem guten Versteck aussieht. Und das ist leider... Das kann ich auch nicht abstellen. Und da hinten sehe ich definitiv einen Krog. Da ist nämlich so ein Windrad. Und wo ein Windrad ist, ist auch immer ein Krog. Ja, da ist einer. Alles klar. I knew it. I knew it. Schaffst du das noch, Link? Wäre jetzt irgendwie schade, wenn nicht. Dann warte noch kurz mal so. Gehen wir mal lieber auf Nummer sicher. Ganz rauf kommt man tatsächlich nicht. So wie bei Assassin's Creed. So, jetzt wieder langsam und vorsichtig runter. Und dann müssen wir auf die Ecke da. Oder zu der Ecke da. Vorsichtig, vorsichtig. Vorsichtig, Link, meine Güte. Tut mir leid, ich bin gerade beschäftigt. Hä? Ich werd nicht mehr. Werter Link, ihr seid es tatsächlich. Ich bin so froh, dass es euch gut geht. Dann ist Prinzessin Zelda bestimmt auch in Sicherheit, oder? Leider nein. Bin ich erleichtert. Wie bitte? Prinzessin Zelda ist nicht mit euch zurückgekehrt, aber ihr habt ihre Stimme gehört. Und nun wollt ihr euch der Suche nach ihr anschließen? Oh, ich verstehe, beziehungsweise ich verstehe gar nichts mehr. Wir sollten auf jeden Fall die Suche nach Prinzessin Zelda fortsetzen, ja? Wir wären natürlich sehr dankbar, wenn ein Held wie ihr euch uns anschließt. Ehrlich gesagt halten unsere Erfolge sich bisher stark in Grenzen. Hier ist uns überall das Miasma im Weg. Herr Truppführer Holm, da, Prinzessin Zelda. Yo. Prinzessin, ihr seid wohl auf. Ihr habt sie doch auch gesehen, oder Link? Prinzessin Zelda hat sich in Licht aufgelöst und ist verschwunden. Was geht da nur vor sich? Schnell, wir müssen handeln. Warum hat Prinzessin Zelda nicht auf meinen Ruf reagiert und ist einfach verschwunden?
Dieser Vorfall muss unverzüglich Direktorin Pura gemeldet werden. Angesichts der Situation ziehen wir uns ebenfalls von hier zurück. Aber das wird eine Weile dauern, denn wir sind eine ziemlich große Einheit. Könntet ihr an meiner Stadt Direktorin Pura über diese Begegnung unterrichten? Ja klar, alles klar, kein Problem. Aber zuvor hole ich noch den Krog da hinten. Komme ich da überhaupt hin? Ja, doch. Ach, doch, 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 doch. Das könnte jetzt hier zwar ein bisschen wehtun, aber... Oh, nee. Ging sogar. Alles klar. Und da hinten auf dem Turm, da war ja Zelda. Ich bin auch versucht, da nochmal hinzugehen. So, aber zuerst holen wir uns hier den Krog. Windrad, Windrad, Windrad. Was waren Windräder? Waren das diese Bogenschieß? Ja, Rätsel. Diese, um nicht zu sagen, Skill-Tests. Ja. Oh, dafür muss man hier stehen bleiben. Ja, ist gut. Natürlich gibt es drei. Jo, der Pfeil ging durch den Stein durch, habt ihr gesehen? Uff. So, ich werde im Übrigen denke ich, die weiteren Crocs, die ich vielleicht so von Fernen sehe, nur markieren und nicht einsammeln. Das nimmt einfach zu viel Zeit in Anspruch, hier 900 Crocs zu sammeln. Das ist... Uff. Und das ist ja auch alles Zeit. Zeit, in der ich eigentlich mit der Story weitermachen könnte. Und dementsprechend werde ich, denke ich, die restlichen Orks zumindest offline sammeln, wenn mir nicht zufälligerweise einer gerade vor die Füße fällt, wie der unten in diesem kleinen Graben. Ich kriege ich. Habe ich die jetzt eingesammelt? Hier wurde gar nichts Neues angezeigt. Ich habe auf jeden Fall das Geräusch gehört, aber eingesammelt habe ich die anscheinend nicht. So ein Schiss. So, und das ist doch der Turm, oder? Auf dem Zelda kurz zu sehen war, bevor sie verschwunden ist. Dann kletter ich hier noch schnell mal kurz rauf. Ja, warte noch. Und dann gehe ich zurück zu Pura. Okay. Zelda ist nicht mehr hier. Dafür hat sie uns hier einen Krog hinterlassen. Alles klar. Okay, Pura. Pura ist da hinten beim Turm. Kann ich... Nein, das wäre nicht so klug. Das hier könnte noch gehen. Jo, aber das macht so viel... Schaden. Ein Magus. Und da ist eine Kiste da auf dem Turm. Ah. Es gibt so viel zu entdecken, so viel zu sehen, so viel zu tun. Aber ich kann nicht. Ich muss, ich will mit der Story weitermachen. Ist auch noch ein Krog. Kaum sage ich, dass ich mich dazu entschließe, die Dinger nicht im Let's Play zu sammeln, kommen sie alle an. Oh shit, wie komme ich hier runter? Oh nein, 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 nein. Oh, das war nicht gut. Da unten war irgendwas silberglitzerndes. Ah, das ist eine Truhe. Irgendwie will ich die haben. Aber da runter zu springen, das wäre mein Tod. Dementsprechend müssen wir uns einen etwas
weniger direkten Weg suchen, um da runterzukommen. Mach keinen Scheiß, Link. Mach keinen Scheiß. Alles klar, das ist das. Das schneide ich raus. Das braucht niemand. Ich bin jetzt einfach nur von da oben geradewegs hier runter geklettert. Und das ist. Da ist nichts passiert. Und. Ja. Truhe. Hi. Wie kommst du hierher? Soldatenlanze. Ja. Ist schwächer als alles andere, was ich habe. Nehme ich nicht mit. Und das ist es nämlich. Warum sollte ich eine Waffe mitnehmen, die schwächer ist als alle kombinierten Waffen? Das ergibt keinen Sinn. Hyrule Barsch. Schön. Obwohl ich auch dazu sagen muss, dass ich alleine vom Style her. Enten? Lol. Gab es in Breath of the Wild auch Enten? Weiß ich gar nicht. So, wo war ich? Genau, ich weiß gar nicht. Aber ich denke, ich bin mir nicht sicher, aber ich denke, dass ich alleine vom Style her. Diese Ritterlanze, diese verrostete in der Kiste. So einer kombinierten Waffe immer vorziehen würde. Das würde ich immer tun, weil das einfach viel schöner aussieht, als hier so ein Zweihänder an dem Bogen so schäbig dran geklebt wurde. Das sieht einfach nicht gut aus. Und ich bin ja mal komplett auf dem falschen Weg. Hallo, noch eine Kiste. Roter Rubin. Nice. Money. Here comes the money. Wisst ihr was? Nee, ich lasse es drin. Hier, diesen einen Laufweg, den lasse ich drin. Auch wenn es jetzt ein bisschen dauert, aber... In Zukunft, wenn man nicht so an irgendeinen Ort geschickt wird und dann wieder zurück muss, dahin, wo man hergekommen ist, dann beim nächsten Mal schneide ich das raus. Weil das wofür müssen wir zweimal den gleichen Weg sehen. Das müsst ihr ja nicht. Das werde ich in Zukunft rausschneiden. Ich werde insgesamt mehr schneiden, fürchte ich. Das heißt, ich werde mehr schneiden müssen. Wenn ich auch mit der Story ein bisschen weiter vorankommen will. Yo, das Pferd steht hier noch. Treues Vieh. Aber ist natürlich keine Epona. So, Pura. Ura? Irrlichter. What? Ein paar Holzpfeile. Halt! Ach komm! Was machst du denn da? Ach, den gibt's auch noch. Das sind Joshas Werkzeuge. Für die Erforschung der Abgründe, die darfst du ohne Erlaubnis nicht anfassen, sonst bekommst du riesigen Ärger. Hey du, hast du eine Ahnung, wie viel Sorgen ich mir gemacht habe? Robelo, leitender Pura-Pet-Entwickler. Das ist also der Arm, von dem Pura geredet hat, ja? Hm, schon seltsam. Nein, dafür ist jetzt keine Zeit. Stimmt es, dass du das Pura-Pet hast? Dein Pura-Pet ist noch nicht ganz perfekt. Es ist noch Luft nach oben.
Wenn die Sache mit Joschas Erforschung der Abgründe erledigt ist, setze ich meine Forschungen im Institut in Hateno fort. Also folge mir, wenn die Zeit reif ist. Solltest du auch nach Hateno kommen? Fünf Sonarium-Steine, die uns dem Weg zu einer weiteren Batterie wieder um einiges näher bringen würden. Tja, aber leider... Leider wird das nichts. Willkommen zurück, Link. Und, hast du etwas herausgefunden? Was? Du hast Prinzessin Zelda gesehen? Von Schloss Hyrule aus? Sie ist zu einem Licht geworden und weggeflogen? Puh, du erzählst immer die wildesten Sachen. Aber wenn du das wirklich gesehen hast, muss ich dir wohl glauben. Das heißt, wir müssen völlig anders an die Sache herangehen. Wenn wir davon ausgehen, dass die Prinzessin zu einem anderen Ort geflogen ist, dann sollten wir wohl den Kataklysmus erforschen. Dessen Folgen überall zu beobachten sind. Klingt logisch, oder? Es gibt da ohnehin ein paar Orte, über die ich mir schon Gedanken gemacht habe. Und ich bin mir sicher, dass uns deren Erforschung auch auf die Spur der Prinzessin bringen wird. Du hast das Purapet bei dir, oder? Kann ich es mal bitte kurz haben? Okay. Meine Güte, sieht das mitgenommen aus. Was hast du damit angestellt? Aber zu funktionieren scheint es noch. Welcher Knopf ruft nochmal die Karte auf? Ah, der hier. Ah, tut mir leid. Jetzt wollte ich auf dem Purapet die Karte von Hyrule aufrufen. Aber der Kartografierturm, mit dessen Hilfe sie erstellt wird, ist noch gar nicht bereit. Joscha, wie steht es um den Kartografierturm? Also... Ach, das ist das Ding. Grundsätzlich ist er fertig. Aber... Oh, der Teleporter müsste noch abgestimmt werden. Der Teleporter? Das sollte doch ein Kinderspiel sein. Ach, das ist ein Teleporter! Ich dachte, das ist... Ich dachte, das ist ein Lift. Also so ein normaler Aufzug. Tut mir leid, Link. Wir werden auf Hochtouren dran arbeiten. Kannst du dich noch etwas gedulden? Mach doch einfach eine kleine Pause. Ich bin sicher, die hast du dir verdient. Dieser Posten stellt auch Wohnquartiere zur Verfügung im sogenannten Schutzraum. Dort findest du kostenlose Betten, eine Küche und so weiter. Der ideale Ort, um mal eine Pause zu machen. Hast du noch Fragen? Ehrlich gesagt nicht. Dann wende dich doch an den Wächter des Schutzraums dort. Oder möchtest du Kleidung kaufen? Kleidung kaufen. Dann solltest du dich einmal in Mups Laden umsehen. Ich bin dann mal beim Kartografierturm. Wenn du zum Aufbruch bereit bist, sag mir Bescheid. Komm, Joscha. Jetzt ist es Zeit, den Kartografierturm endlich in Betrieb zu nehmen. Das mit dem Teleporter erledige ich schon. Du hast Schalterdienst, Joscha. Hachika. Jawohl, Direktorin Pura. Ich stehe bereit. Schalter bei Fuß. Ah, und da ist ein Loch nach oben, deshalb kann ich auch die Deckensprungfähigkeit nicht verwenden. Alles klar. Alles klar, alles klar, alles klar. So, und wo ist jetzt hier der Laden? Das hier. Yo, die alte Montur von Breath of the Wild. Wie toll. Oh, die Hylia-Serie hat wohl auch deine Aufmerksamkeit auf sich gezogen, ja? Die Sachen haben ein tolles Design und auch die Passform ist perfekt. Beliebt bei Reisenden, unerlässlich für Abenteurer.
130 Rubine für das Hylia-Gewand. 70 für die Kapuze. 120 für die Hose. Oh, Schei. Komm ruhig näher. Willkommen. Du bist zum ersten Mal hier, oder? Dies ist der einzige Laden, den es am Spähposten gibt. Ich weiß, auf den ersten Blick macht er nicht viel her. Aber in meinem Heimatdorf gehörte mir der Krämerladen. Daher bin ich sicher, dass ich hier eine gute Auswahl anbiete. Es würde mich freuen, wenn du Stammkunde wärst. Heimatdorf? Mein Heimatdorf heißt Angelstadt. Es liegt so weit im Süden des Landes, dass es auch das Dorf an der südlichsten Spitze genannt wird. Aber dann tauchten plötzlich Piraten auf. Mir gehörte der Krämerladen dort, aber ich konnte mir nur noch meine Waren schnappen und dann rannte ich los. Ich möchte wirklich gerne wissen, wie es dem Dorf ergangen ist. Aber ich glaube fest daran, dass ich eines Tages in meine Heimat zurückkehren kann. Also muss ich jetzt Handel treiben. Bitte such dir aus, was du haben möchtest und sprich dann mit mir. Hab ich vielleicht irgendwas dabei, was wert ist? 3 Rubine, 4 Rubine, 2 Rubine, 10 Rubine. Ja, 15 Rubine, das ist nichts. Das ist halt einfach nichts. Wo ist denn hier eigentlich Bernstein? Ich hatte doch so viel Bernstein, oder nicht? Und Rhodonit. Ist nicht da. So, ein Dreck. Das heißt, ich muss wirklich Rubine farmen. Im Sinne von... Oh, Mann. Ja, gut, dann war es das jetzt hier für heute. Wenn es euch gefallen hat, schaltet auch beim nächsten Mal ein. Es würde mich sehr, sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.